Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zurück zu Darksiders TFLP, als Ding am Start. Wir holen uns jetzt unser dickes Kristallschwert, zwiebeln diese zwei Lauchs in ihren Rüstungen weg und gehen nach Hause. That's the bottom line, constituting said so. Oh, number one. Okay. Ah, jetzt muss man den einfach nur noch wegschnetzeln, ey, das ist doch kein Ding für uns. Naja, zweimal hinten musst du mich nicht, einmal reichen. Bastard, Alter. Wie hat er mich denn getroffen? Macht wieder Nonsens, macht das. Nonsens ist das. Ja, das war schon der Schwächere, ne? Alter, Mann, ich will ihn einfach nur vernichten, ja, also. Bam, und der ist jetzt kein Problem wieder für uns. Dann machen wir einfach Watch. Dann machen wir Bam, 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 Bam. Komm doch. Doch, klar, jetzt. Nein, meine Seele gehört mir ganz allein. Ich sag nein. Jetzt stirb. Na also, das haben wir jetzt locker flockig gemacht, Alter. Das ist doch einer von 40. Nein. Na also, easy. Ich weiß ja nicht, wo das Schwert rein muss, aber easy. Get good, Sons. Alter, wo musste das hin? Oder war da hinten doch noch ein Schwert in dem... Ah, vielleicht war da, musste da doch noch ein Schwert rein. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Haben wir nicht schon 3 da reingesteckt? Egal, einfach mal abchecken. Zack. Tu ihn da rein. Wo müssen wir hin? Ich will Maximus Plausus Verwirrtus. Ich glaube, wir sind richtig. Ich denke. Ah, hier ist der Schwertraum. Okay. Ah, Tatsache, einer fehlt noch. Okay, my bad. Gut. Ich habe aber nicht so viel Leben, um jetzt einen super dicken Bossfight zu haben. Okay. Ich glaube... Sie waren sehr zufrieden mit uns, dass wir die Rätsel so gut gelöst haben. Surprise, Motherfucker. Er denkt auch, ich bin scared, weil das zugegangen ist. Ich bin nicht scared. Ich bin der Creek. Ich bin so gar nichts scared. Ich bin der Boss. Ich bräuchte aber so eine Lebenskiste erstmal, bevor wir hier einen fetten Bossfight anfangen. Das sieht schon so heftig aus. Hat die Reiter zu gewöhnlichen Attentätern degradiert? Deine Loyalität gekauft. Wenn du käuflich bist, Reiter, komme Bedingungen werden dir nicht gefallen. Sind das Tits? Ich glaube, das sollen Tits sein. Ah, boah, der Boss, ich habe solche Bossfights mit fliegenden Monstern. Wenn wir schon so anfangen, habe ich schon richtig keinen Bock da drauf eigentlich. Oh, ich muss das bestimmt nehmen. Da muss ich ihn anvisieren. Abwerfen. Nein, nein. Ja, das dachte ich mir schon, dass sowas passiert. Wo ist sein Ding? Komm her. Ja, ich krieg das jetzt. Habe ich's anvisiert und ich brauche Feuer. Ach, jetzt ja, ich bin tot. Komm. Hier, Tiamat, Alter. Ich brauche mal so ein Lebensding von dir. Ich kann das hier nicht so... Ha? Der ist hochgesprungen, ich bin gestorben! Okay. Volles Leben. Kann man das überspringen? Nein, kann man nicht. Doch, kann man. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich habe es irgendwie gemacht. Okay, Tiamat, chill mal deinen fucking Base. Vor allem, weil der das nicht anvisiert hat, man. Das war dumm. Das nimmt kein gutes Ende für dich, Alter. Bam, bam. Wieso? Das kann ich anvisieren. Wo ist sein... Na, also, das ist doch gleich. Eine Fresse. Auf den Boden mit dir. Ich habe sein Ding nicht gesehen. Bam. Gemisst. Du hättest mein Angebot annehmen sollen. Was für ein Angebot? Er hat gar nichts gesagt, Mann. Schade. Komm her. Habe ich ihn jetzt? Habe ich nicht. Ja, jetzt Maul, ey. Gegner, keine Opfer. Hier, jetzt gib mal so einen Ball, Alter. So. Ratz. Ratz. Wo ist der Ball? Ich weiß nicht, wo der Ball ist. Kann der Ball nicht einfach, wenn man ihn trifft, immer ins Gesicht fliegen, Mann. Entwickler. Och, Alter, jetzt macht der Matrix-Fresse jetzt, Mann. Na also. Meine Fresse, Alter, komm ich hier mit irgendwelchen Matrix-Moves, ey. Ja, da kommen wir sowieso auseinandergeschnetzt. So ist es. Ah, geh weiter, Alter. Gib mal so einen Ball jetzt wieder. Ich hab gesagt, ich will so einen Ball, Mann! Und der macht den kaputt. Was ist das für eine Mistmade? Wo sind die Bälle? Er macht alle Bälle kaputt. Aha. Aha, klingt spannend. Ja, komm. Achso, ich dachte, ich muss irgendwie Button smashen. Macht ihr das nicht nochmal? Weiß nicht, wie oft ich das jetzt machen muss. Muss ich ihn immer zurückschlagen oder muss ich ihn dann angreifen, wenn er hier ist? Ja, na klar. Dann macht er so eine Kralle. Oh, bitte nicht. Bitte gehen Sie weg von mir. Ich mach den jetzt so lange Damage, dass 20 Minuten dauert. Ich töte den jetzt mit meinem Schuriken. Kommen dreimal ist doch immer die magische Zahl, oder nicht? Ja, weil was soll ich machen, ey? Ganz ehrlich. Ich habe zu wenig Leben, um ihn zu contesten. Ja, was sollen wir machen, Jungs? Also, wir müssen jetzt langsam locker flockig von hinten wegzwiebeln. Sonst geht er uns auf den Sack. Ja, jetzt mal sterben, Alter. Das ist auch so dumm, dass die keine Lebensanzeige haben. Ich hasse sowas. Das ist das Dümmste. Oder ist das da, was da blinkt, seine Lebensanzeige? Dann kriegt er noch ein paar auf die Fresse von mir. Ich werde da nicht hingehen, damit ich getroffen werde von so einem Scheißteil. Von seinen Klauen, weil dann ist es mit mir finito. Finito. Boah, jetzt. Das hat aber lang gedauert, bis er sich mal auf den Boden gesetzt hat. Ja, das war schon mal wieder ein bisschen ein Stück näher, würde ich sagen. Ne? Ja, das war schon mal ein bisschen Damage geworden. Ja, hätte welche eine Lebenskiste in der Nähe. Könnte ich mir die ja greifen. Oder könnte man mit jedem Punch, den man gibt, Leben generieren. Das wäre schon mal ein Anfang. Oh, shit! Shit. Ja, anders können wir das erstmal nicht machen, auch wenn das hier ein bisschen jetzt boring ist, aber ich will nicht sterben. Das ist das Ding. Ja, ich muss das einfach wieder so machen, dass er sich auf den Boden legt. Mit meinem dicken Schuriken. Der ist auch nicht lang genug gestunt, Alter, von meinem Punch. That's the problem. Weil ich rasiere einfach nur seinen Hals die ganze Zeit. Ich würde ja gerne mit Feuer arbeiten, aber wenn ich einmal ihn nicht angucke, ist es vorbei. Ja, es geht ja gut voran, ey. Wir machen das hier schon locker flockig, seit 4 Minuten so. Oh. Nein, boah, das war zu knapp. Oh, jetzt erschießt er 2. Oh, jetzt schießt er 3. Lassen Sie mich in Ruhe, Boss. Ich möchte Sie nur töten. Und doch. Ah, ich glaube, wir müssen das noch einmal machen und dann haben wir ihn, Alter. Beziehungsweise sie mit ihren ekligen Kids. Nein. Oh. Ich glaube, ein Feuerball ist mein Tod. So, da kriegt er wieder einen Punch aufs Face, Mann. Da müsst ihr schon längst genug haben von meinen überfetten Punches auf sein Face, oder nicht? Er will immer mehr und mehr und mehr und dann kriegt er auch mehr und mehr. Yes! Feinen! Aber das ist ein cooler Preis, meine Bastard. Tu es! Reiß ihr bei lebendigem Leibe das Herz heraus! Ich will sie schreien hören! Ich bin eine der Auserwählten. Ich kann dir jeden Wunsch gewähren. Kannst du das Gleichgewicht wiederherstellen? Dass Samael dieses Ding haben will, es trotz Vormacht. Glaubst du wirklich, er lässt dich lange genug leben, um etwas davon zu haben? Hey, der hat das doch kaputt gemacht. Hier! Ha? Der hat den doch gerade destroyed. Oder hat er den in sich aufgenommen? Tragisch. Wie willst du diesem Gefängnis aus Fels ohne Hilfe deines gefiederten Freundes entkommen? Ich werde einen Weg finden. Du hast dich sicherlich als einfallsreich erwiesen. Vielleicht kann ich dir einen schnelleren Weg bieten. Sprich Klartext, Dämon. Schlangenlöcher, uralte Pfade, die sich ihren Weg unter der Oberfläche dieser Totenwelt und darüber hinaus bahnen. Ich benutze sie, um herumzukommen. Und für eine Gebühr kannst du es auch. Was willst du, Vulgrim? Nur eine Kleinigkeit, das Herz der Auserwählten. Ich habe seine Macht in dem Moment gespürt, in dem du aus diesem Turm gekommen bist. Du kränkst mich, Reiter. Ich würde mich niemals zwischen dich und deinen Freund Samael stellen. Nein, ich möchte nur das Herz sehen. Ein Blick und unsere Abmachung gilt. Samael wird erfreut sein. Die Schlangenlöcher stehen dir zur Verfügung, Reiter. Komme zu mir, wenn du sie benutzen möchtest. Schlangenlöcher. Diese uralten Nester von Fahnen zieht sich durch die ganze Welt und wir suchen sie eine Umlauf, um Zugriff zu bekommen. Du hast Tiamat besiegt, nicht wahr? Der Zerstörer wird gar nicht erfreut sein. Du brauchst Vulgrim mehr denn je, nicht wahr? Auf Wiedersehen. Bis bald. Warum? Wir gucken uns nochmal die kurze Schlangenlöcher an. Kreuzung, Galgenturm, Bürgeracker, Zwielichtkathedrale. Ah, Kreuzung ist da, wo wir diesen Spast finden, oder nicht? Gehen wir da noch schnell hin. Okay. Ich bin überaus verwirrt, wo wir gerade sind. In der nächsten Folge werden wir das mal erkunden. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ihr seid übel geil.